Mein Statement zu Carl Philipp: Es ist fast nicht möglich, zusammenzufassen, was mich an ihm fasziniert. Alles ist zu wenig. Seine Musik ist die Musik, die mich vollständig ausfüllt. Ich würde fast sagen, die mich glücklich macht. Ihn spielen zu dürfen, empfinde ich als Geschenk. Und welche Aspekte davon genau, ist schwierig zu sagen. Es ist zum einen seine Vielfalt. Er ist immer anders. Er überrascht mich immer noch, nach 10 Jahren. Es ist, ich glaube, jede menschliche Empfindung, die man sich nur vorstellen kann, hat er zur Musik gemacht. Jede. Und menschliche Empfindungen in Worte zu fassen, ist schon schwierig. Ob es Humor ist oder Glück, Wut, Freude, Erleichterung, Erwartung, Abschied, Trauer, Schmerz, Grüblerei, Kälte, Einsamkeit, Ratlosigkeit. Das hat er alles komponiert. Er hat das alles vertont. Er hat es Klang werden lassen. Und ehrlich gesagt kenne ich niemanden, der das in dieser Vielfalt, in dieser vollständigen Fülle so geschafft hat. Philipp war der große Bach zu seiner Zeit. Er, nicht der Vater. Ja. Er war der berühmte Bach. Er hat viel geschrieben und er wurde in der ganzen Welt gespielt. In der ganzen Welt. Also es gibt Berichte, wo dann die frisch gedruckten Noten auf Farmen nach Südafrika geschickt wurden. Carl Philipp ist nicht einzuordnen. Er hat keine Mitstreiter. Er gehörte keiner Gruppe an. Er war in einer, wir würden heute nach unserer heutigen Einteilung sagen, Zwischenzeit, ja. Er war zwischen dem Barock und zwischen der aufkeimenden Romantik, der Sturm- und Drangzeit. Das ist ja Klassiker. Ich mag diese Begriffe sowieso eigentlich eher nicht. Und er hatte kein Label, er hatte kein Schlagwort, was ihn verfolgt hat. Er war kein Wunderkind. Er war einer von vielen Söhnen. Er hatte einen Übervater. Er war nicht taub. Er hat sich niemandem in diesem Sinne wie Beethoven zum Beispiel widersetzt. Er war sozial angepasst, vordergründig. Und das wahre Genie, das erschließt sich ausschließlich durch seine Musik. Herr Philipp ist jemand, der bei aller Geschäftstüchtigkeit ein riesiges Herz hatte für Freunde und Familie und der sich gerne bezahlen ließ mit Schinken und Wein, ja, und auch mit frisch gebackenem Brot. Das hat er auch sehr geschätzt. Er liebte das gute Leben. Er litt natürlich an der Gicht. Das bleibt dann nicht aus. Er hat bis zu seinem letzten Atemzug komponiert. Er hat sich nie auf irgendeine Altersweisheit zurückgezogen oder hat sein Lebenstempo verringert. Er war ein besessener Arbeiter. Er hatte eine glückliche Ehe. Es gibt Zeitzeugenberichte, die beschreiben, wie er in der Öffentlichkeit seine Frau herzt und küsst, was sehr ungewöhnlich war. Aber er hat seinen Gefühlen doch ziemlich viel Ausdruck verliehen, nicht nur am Klavier. Und man hat ihn allgemein als sehr umgänglichen, freundlichen, großen, warmherzigen Menschen beschrieben. Geschrieben hat er für Tasteninstrumente, wie alle damals. Und es gibt sehr schöne Briefe, wo er sich darüber auslässt, dass wer immer noch am Cembalo hängt, hätte die Seele der Musik nicht verstanden. Sein Lieblingsinstrument war das Klavichord, also das empfindlichste, das empfindsamste, das farbigste, das gestaltbarste. Man findet immer wieder in den Noten
drei Punkte über den Tönen, das heißt B-Bung. Er wollte ein Vibrato haben, er wollte noch mehr Ausdruck haben. Und seine Musik ist immer gültig. Das, was ich am Anfang gesagt habe mit den verschiedenen menschlichen Empfindungen, ist das, was ihn auszeichnet und was ich, wie ich finde, den Weg ebnet für alle Folgenden. Ich glaube nicht, dass man eine Sturm- und Drang-Sonate wie Beethoven in seiner mittleren und späten Schaffenszeit direkt nach dem wohltemperierten Klavier hätte schaffen können. Da brauchte es Carl Philipp, um alles auseinanderzureißen, um ein Chaos zu schaffen, damit ein neuer Kosmos entsteht. Er hat den Weg, ehrlich gesagt, direkt zu Beethoven geschlagen, nicht den Stil Galant, den hat er nur gestreift. Und er hat gesprochen am Klavier. Es ist der empfindsame Stil, es sind die Affekte, das heißt die Empfindungen, die im Vordergrund stehen. Seine Musik ist immer subjektiv, es geht immer um das Ich. Und in diesem Sinne ist er natürlich Romantiker. Er ist eigentlich fast immer radikal, er ist immer neu, er bedient manchmal vordergründig den Geschmack des Publikums, der Rezipienten, der Liebhaber, aber wirklich nur vordergründig. Dahinter brodelt ein Vulkan, dahinter sind Harmonien, die mir bei der leichtesten Sonatine noch eine Gänsehaut vermitteln. Es gibt eine schöne buddhistische Geschichte. Und da hat nämlich der Kaiser von China sich von dem berühmtesten Tuschezeichner seiner Zeit eine Zeichnung mit einem Hahn gewünscht. Und hat einen Gesandten in die Berge geschickt, um diesen Hahn in Auftrag zu geben. Und der Auftrag wurde angenommen, der Tuschezeichner war gerührt und geehrt und hat gesagt, dass er sich an die Arbeit macht. Nach einem Jahr hat der Kaiser aber nichts von ihm gehört und schickte den Gesandten nochmal los, wie es denn nun um den Hahn stünde. Und er sagte, ich bin nicht so weit. Also ist er unverrichteter Dinger zurückgekommen und der Kaiser musste warten. Und nach 3 Jahren sagt er, nun aber, jetzt wird es aber wirklich Zeit. Hat den Gesandten nochmal losgeschickt und er kam in die Hütte des Tuschezeichners und sagte, wo bleibt der Hahn für den Regenten? Und der Tuschezeichner sagt, der Hahn, Moment. Und er wirft den aufs Papier. Und der Gesandte ist ziemlich verwirrt, weil er sagt, wieso lassen Sie mich 3 Jahre warten, wenn Sie das in 10 Sekunden in dieser Meisterschaft aufs Papier bringen? Und dann führt er ihn in einen kleinen Nebenraum und dieser Nebenraum ist mit Zeichnungen bedeckt, über und über mit Hähnen. So ungefähr kann man beschreiben, wenn ich mich 10 Jahre mit dieser Musik beschäftige, dass ich sie in einem Jahr aufnehmen kann. Das floss sozusagen ins Mikrofon. Ich habe teilweise die Stücke neu gelernt, weil sie jetzt erst überhaupt sichtbar sind. Gerade das Wortquellenverzeichnis 65 ist ja überhaupt noch nicht veröffentlicht. Aber die Musik ist ja in den letzten Jahren gewachsen, mir vertraut geworden und hat mein Spiel vollständig verändert. Und dieses letzte Jahr nochmal. Denn ich habe das Gefühl, dass ich alle Musik anders betrachte, alle Musik. Ich fange an, Beethoven neu zu verstehen, ich fange an, Mozart neu zu verstehen, aber auch Bartok oder Mussorgsky. Er öffnet mir neue Sichtweisen, neue Erkenntnisse, neue Spielmöglichkeiten. Er hat mein Gehirn und meine Seele und meine Finger verändert. Dafür bin ich unglaublich dankbar. Denn kaum jemand hat die Ehre und die Möglichkeit, in einem Jahr so dicht gedrängt, sich einem Komponisten widmen zu dürfen, wie ein Jahr lang Aufnahmen zu machen. Das ist fantastisch. Und warum ich das jetzt auf diesem meinem lieben
Freund hier auf diesem Konzertflügel spiele, ist einfach, ich wollte ihn nach heute holen. Ich wollte ihn in die heutige Zeit holen. Er wird praktisch nicht gespielt auf der Bühne, auf der Konzertbühne, ja. Also ich meine jetzt zwischen Scarlatti-Sonaten meinetwegen, Beethoven-Sonaten und Rachmaninow oder Brahms-Variationen. Er findet keinen Platz im alltäglichen Konzertbetrieb. Und deswegen habe ich auch mich für den Bösendorfer entschieden. Der Bösendorfer spricht so schön. Ich finde, dass es sehr gut passt. Ich finde, dass gerade hier dieser Bösendorfer in der Aula in der Universität in Köln die menschliche Stimme sehr schön nachzeichnet. Und dass er gerade im Piano viele Schattierungsmöglichkeiten gibt. Wenn ich einen Wunsch habe, dann ist es, dass er mehr Beachtung findet, dass die Menschen ihn anfangen zu spielen, die Klavierstudenten, die Pianisten, dass er seinen Platz findet auf der Bühne. Aber ehrlich gesagt würde es mich einfach freuen, wenn die Menschen ins Konzert gehen und sich einfach staunend wieder nach Hause begeben über so schöne Musik.